meinem Kanal. Neue Season am Start und natürlich keine neue Season ohne neue Premium-Panzer. Diesmal Cold War im Ultimativen sofort und der 10er Zweite Weltkrieg als Stufe 100 Belohnung. Aber nicht als kostenlos, sondern wenn ihr den Pass halt kauft. Ansonsten habt ihr halt den Centurion Bellerophon als kostenlose Stufe 100 Belohnung. Wir können ja eigentlich mal ganz kurz rein sneaken hier. Ich habe mir den halt gekauft für den AMX, weil ich den halt eh geil fand. Ich fand den auch schon im Zweiten Weltkrieg geil. Und dann kommt ihr hier bis zur Stufe 25. Da gibt es den Hydrostart. Den hatte ich schon, gab 1 Million Silber, glaube ich, oder so. Ja, ansonsten, was habt ihr hier in den ersten Stufen? Halt das übliche Gedöns. Heute soll es eigentlich um den AMX gehen, deswegen plättern wir hier nur kurz durch. Den Patton gab es noch auf 45, auf 75, so rum, aber nicht kostenlos. Stimmt, da gab es hier eher Ares als kostenlosen Kommandanten. Dann gab es noch den Patton in dem Pass, den ihr kaufen könnt. Ja, Schlüsselkarten. Ja, und auf Stufe 100 dann kostenlos gibt es den Centurion, der auch ultra stark ist, wirklich durch seine Schottpanzerung mit dem scheiß Helm. Wirklich, das ist absolut Hass. Und den Centauro CC45T. Auf PC heißt der Caro de Combatitante oder irgendwie so, keine Ahnung. Bei uns Centauro. Ja, werden wir uns anschauen, wenn ich ihn dann hab. Wird halt wieder ein Stück dauern, bis ich da durchgegrindet habe. Aber ich habe eigentlich jetzt wieder ein bisschen Bock auf die Season, muss ich sagen. Egal. AMX 30B2 Vorrat. Absolut geiles Ding. Ich finde den halt auch echt ultra hübsch. Muss ich sagen, der hat schon so... Er braucht keinen Skin eigentlich. Er ist schon so echt cool dekoriert. Kanonentechnisch ein bisschen untypisch. Kommen wir aber gleich zu. Es ist ein AMX 30. So, Panzerung ist halt auch nicht so krass. Also wenn wir hier sehen, 270 Kanonenblende, Turmfront, so. Wenn hier Hulldown steht und nur darüber guckt, ist okay vielleicht noch. Aber ja, euch wird eigentlich viel pennen. Also ich glaube kaum, dass da groß was abprallen wird. Wir machen jetzt auch hier erste Runden. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Ja, und der Rest ist halt hier eh dann... Da ist nicht viel, ihr seht schon. Also... Da kommen wir hier in Bereiche. Ja, gut, das ist hinter was versteckt. Aber trotzdem, das wird. Also, es wird wahrscheinlich ein Leo nur bei den Franzosen. Er wird nicht viel aushalten. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, hier 10 mm nochmal vor den 57. Ja, nee. Panzerungstechnisch, also brauchen wir uns da auf nicht viel verlassen. Gehen wir auf die Module. 65 vorwärts, 23 rückwärts, das ist okay, 19,4 PS pro Tonne. Ja, ich glaube, das ist Mittelfeld. Das könnte schneller sein, aber werden wir gleich auch rausfinden, ob er sich vielleicht doch schneller anfühlt. 2600 HP, ja, ist RA2, glaube ich. Das ist auch okay, wir haben eine Sichtweite von 542 und einen Tarnwert bei Bewegung von 406, aber Cold War, also da werden wir eh immer gesehen. Da gebe ich nicht so viel auf sowas. 20 Grad nach oben, 8 Grad nach unten. Mit der Mannschaft und so wie ich eine fahre, habe ich jetzt hier 5,9, also 6 Sekunden Reload. Genauigkeit von 1,27 und eine Zielauffassung von 1,69. Ein Schuss immer drin, ist halt kein Autoloader. Typisch AMX 30. Jetzt kommt das Untypische. Er hat Standard Heat und Premium APF, also APCR eigentlich. Eigentlich immer umgekehrt, dass die Mediums so standardmäßig APCR haben und als Premium Heat. Er hat als Standard Heat und als Premium APCR. Stört mich nicht weiter. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich größtenteils APCR schießen. Ich werde jetzt die erste Runde, ich habe eine schon mal so wie eingerichtet, Heat mitnehmen. Mal schauen, wie sich es verhält. Aber in RA2 ist Heat schon... geringfügig nützlich nur, also, oder was heißt geringfügig? Selten nützlich, weil da schon eh viel mit Spaced Armor rumfährt und das prallt dann eh ab mit Heat, also, Und wir haben eine HE, die relativ gut ist eigentlich auch noch dabei. Wir haben
400 Pen auf der Heat, 482 auf der APCR und 125 auf der HE. Haben eine DBM von 4600. Das klingt erstmal nicht schlecht, aber im Cold War bin ich eh nicht ganz so drin. Ich glaube, er ist im oberen Mittelfeld, aber ich glaube, es gibt noch schnellere. Also ich glaube, Leo 1 ist, glaube ich, noch besser. Aber da bin ich wirklich nicht ganz drin. Ansonsten Heat mit 1000 Meter Fluggeschwindigkeit, die HE mit 700 und die APCR mit 1525. Das ist auf jeden Fall geil. APCR schön schnell. Wir haben noch ein MG dabei. Das Seiten-MG. Da muss ich jetzt eher erstmal schauen, wie sich das verhält. Schuss pro Magazin 75, 11,5 Sekunden Reload dafür. Genauigkeit, ja, standardmäßig APDS ist, glaube ich, AP dann nur und HE mit. Ja, das ist am Turm mit dran. Wir haben eine Pen von 87 bei der AP und 45 auf der HE. Ich würde den halt only AP dann fahren wahrscheinlich. Weil mit der HE, das, also nee, glaube ich, brauchst du eh nicht probieren. 25 Damage hast du damit. Ja, keine Ahnung. Das muss man sehen. Also mit den Doppelkanonen, die nutze ich eh eigentlich kaum. Mal schauen, ob ich die mit einbringe. Weiß ich gerade wirklich noch nicht. Ja, aber an sich optisch echt hübsch. Ihr seht schon Munition. Ja, jetzt wächst ja doch die scheiß Munition dadurch. Munition bei der großen Kanone 25, 20, 5. Also 25 Heat habe ich dabei, 20 APCR und 5 HE. 125 Pen auf der HE klingt für mich nicht schlecht, gerade wenn du hier so ein Light hast oder sowas wie ein Leo, da geht es schon. Deswegen da die HE doch mal mitnehmen. Bei der Heat weiß ich eben noch nicht, werden wir jetzt gleich testen. Wenn die mir nutzlos erscheint in der ersten Runde schon, werde ich die wahrscheinlich komplett auf APCR laden. Weil Heat finde ich im Cold War eh Schwachsinn, meinen Augen. Kompletter Schwachsinn. Ich habe ansonsten Stabi, Nachladen und Richtantrieb mit drin, weil Optiken und Tarnnetz brauchst du ja eh nicht. Cold War, True Vision. Und Richtantrieb deswegen, weil er Zielerfassung von 2 Sekunden hat. Und das wollte ich einfach nochmal runterdrücken. Und ihr seht ja, wir sind dann bei 1,69. Zielerfassung, also das ist schon geil. Ja, großes Medkit, großes Rapkit und mein Schweißgerät, damit ich schön scheißen kann. Ja, Kommandant hier, der Waffenbrüder, Sechser sind Nachladen, Genauigkeit, schneller wieder vorrätig, damit hier mein Zubehör, Verbrauchsmaterial wieder schneller da ist und Mechaniker hier, also Reparaturmannschaft. Ich glaube, das sieht erstmal ganz gut aus. Wir werden uns jetzt mal rantesten und ich werde jetzt einfach mal in die erste Runde starten, Freunde. Mal schauen, wie es läuft. So, Freunde, da sind wir in der ersten Runde. Westfield, eine echt geile Karte direkt. Okay, das Overlay ist neu, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Oh, da haben sich viele den 30 Wege geholt. Schauen wir mal. Das MG lädt noch, okay. Ja, wir gucken mal, was mit der Heat jetzt so läuft. Schnell ist er auf jeden Fall doch. Also sein Tempo kriegt er hier ganz gut hin. Die 19,4 PS pro Tonne sind wohl doch ausreichend. So, Westfield spielt man eigentlich sehr aggressiv, wenn man gut ist, mit einem guten Team. Kann man hier nämlich schön über die Mitte schon spielen. Ihn konnte ich direkt pennen mit Heat. Er zieht auch easy durch. Mit seinem T-72. Ah, ich gehe halt auch beim Schießen. Ja, genau. Ich stehe schon extra hinterm Gebüsch. Okay, also jetzt funktioniert gerade die Heat noch. Aber gut, das war auch nur ein T-72 Ural, also das ist jetzt nicht wirklich so ein Gegner. Über uns ist was. Sturio 9, ja gut. Noch was.
M103, ja. M103 in RA2 ist jetzt auch nicht so der Gegner. Versuche gerade irgendwas durchzuschauen noch. Als ob die jetzt den AMX-30 doch nicht rauskriegen. Wir sind der T-72 durchgefahren. Fuck, da habe ich gepennt, ey. Ja, jetzt hat er mich aufgemacht. Ich hoffe, die kriegen das über mir hin. Also mit der Heat kann man doch eigentlich arbeiten, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Ja, abgeprallt mit dem Killshot, natürlich. Das typische Phänomen. Ah, ich habe ihn aber noch getrackt. Mit dem Schuss. Wenn die raus sind, könnte ich ja Huldown oben helfen. Aber versuchen, Huldown zu spielen. Aber solange die noch dort sind... Jetzt sind die eh dort beschäftigt. Problem ist jetzt auch mit der Heat hier, bleibe ich ja eigentlich hängen. In dem Müll hier von Gitterzäunen. Gitterzäunen, ja, halt Zäune auf jeden Fall, ja. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ich muss hier mal kurz runter. Gegen die zwei Dings will ich eigentlich nicht kämpfen. Gegen die zwei M60A2. Bin gerade aber echt erstaunt, dass die Heat hier oder doch gerade so funktioniert eigentlich. Weil wenn ich sonst Heat gespielt habe hier bei den Russen oder bei den Deutschen, da bin ich immer abgeprallt, da ging nicht durch. Liegt das an der Pen, weil der halt schon 400 Pen hat auf der Heat, oder? Ich weiß jetzt gerade halt nicht, wie viel die anderen hatten immer. Schwierig. Ja, weil ich trotzdem höher aimen müssen. Oh, ich hab was gebaut. Der Heat halt nicht durch die Zäune schießen, das ist das Problem. Deswegen muss ich die hier kaputt fahren. Oh, kack. Oh, er hatte keine Rakete drin, Alter. Nice, Munilager. Lad mal nach, mein Freund. DPM an sich finde ich so schon geil bei ihm. Also, da brauchst, also kannst du noch Rationen mitnehmen? Ja. Aber brauchst du eigentlich nicht. DPM bei ihm funktioniert so schon eigentlich echt gut. Oh, ich bin positiv überrascht. Oh, ich habe mich auch echt gut leer geschossen. Ich sehe gerade noch 3 Heat. Eieiei. Gut, aber hier ist noch ein Endgegner jetzt. Also, puh. Der wird jetzt noch ein bisschen Nerven kosten. FV ist halt für mich so ein Idiotenpanzer wirklich in der Ära. Das ist, also ich finde den halt einfach nicht gut. Also, was heißt, ich finde den nicht gut? Ich finde den halt einfach unfair. Der kann so viel einstecken, das ist abnormal einfach, was mit dem funktioniert. Ich weiß es nicht, hat er TR-Panzerung?
probieren es mal, komm. Ja, das ist halt wieder dieser Idiotenpanzer wirklich. Oh, aber er kommt ja schön um raus durch. Um den Kill. Ich würde sagen, das war halt eine echt gute erste Runde. 6-6 geschossen, 2000 unterstützt. 8600 für die erste Runde. Erste Klasse nur, schade. Aber spielt sich echt angenehm. Auch mit der Heat jetzt, muss ich sagen. Ich habe nur Heat geschossen. Da machen wir noch eine zweite Runde. Mal gucken, ob mich die auch so überzeugt oder ob die jetzt direkt ein Schlag ins Gesicht wird. So, wir sind in der zweiten Runde Fredwang Standardgefecht. Ja, wieder einige 30B im Gegnerteam ein bisschen ausgewechselt. Ja, das ist halt, also mein Deutsch heute ist auch wirklich beste. So, wie fahren wir denn jetzt? Der Gegner spawnt da unten. Ja, wir fahren mal hier auf den Hill mit drauf, damit wir ein bisschen schneiden können, weil auf die Turmpanzerung will ich mich hier echt nicht verlassen. Ich meine, diese 270, die wir maximal haben an der Gunblende. Ja, was haben wir gegen uns? Ja, schwierig. Aber helfen wir unten mit. Ja, wir können ja mal schauen, ob wir was sehen hier oben, obwohl. Ah, die können auf den Turm da vorne, also beim Sendemast, das wird natürlich schwierig dann für uns, weil die dort besser stehen. Ah ne, ich glaube, ich helfe unten mit. Welche, aber hier kommt einiges. Da können wir gleich noch mal testen, ob die Heat funktioniert. 60er 1, ja. Okay, das war ein kompletter Fehlschuss. Durchsetzen. Ja, also ihr müsst doch schon mal wegen gucken, wo ihr hinfahrt. Ich will es hier aber nicht als erster sterben, ne? Ah, ich habe mir V noch, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Über was mache ich mir hier eigentlich Gedanken? Über was reden wir gerade? Ah, da habe ich die erste gekriegt. Ja, die Blöde nicht oder was? Ich kann dort stehen und ich kann hier nicht. Fuck. Komm, FV, drück durch hier auf den M60 da. Hier keiner den M60 raus, oder was seid ihr denn? Was ist denn nur mit euch allen schon wieder hier? Abgeprallt. Na, der ging mal durch. Okay, wie ich ihn gepennt habe, freue ich mich. Eigentlich habe ich nur die Kette gesehen. Ja, da funktioniert die Heat jetzt eigentlich.
Da kam die Rakete. Oh, angezündet. Oh, bitte nicht. Sag mir nicht, er hat die gleiche Krankheit wie der World War II AMX, dass er gerne brennt. Boah, das wäre jetzt richtig der Tod für mich. Da kann ich ja von Glück reden, dass ich noch nicht auf Kio gebrannt habe mit dem Eimer jetzt. Die DPM ist schon nice eigentlich, ne? Ah, die Runde läuft nicht so gut wie die erste, bis jetzt zumindest. Ich kriege gleich noch von hinten Probleme. BMP ist halt ein bankbarer Gegner dann fürs MG. Aber jetzt müssen wir uns umdrehen, weil es drehen sich alle um, dann müssen wir mal hier den Ball zurückschlagen. So, Heat gegen T72, Unterwanne geht klar. T72 Ural reicht nicht. Ja, gut, ja. Das war jetzt nicht so gut. Also du kannst selber von dem MG auch übel zerrattert werden. Ja gut, das ist jetzt auch vom Team relativ schlecht gelaufen. Ich konnte aber trotzdem meine 5000 machen, also das war eigentlich easy. Das ist schon eigentlich zu wenig, so wie mir das rüberkommt mit dem. Ah, der macht schon Spaß, muss ich sagen. Gefällt mir. Also Medium ist von eh immer meins. Fühlt sich echt rund an, das Ding. Ist halt kein Panzer, der viel wegsteckt. Er kann austeilen, aber er kann nichts wirklich wegstecken. Das haben wir in der Runde mehr gesehen. Da war die erste Runde besser. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, oder noch, oder vielleicht auch nicht mehr. Nur mal so nebenbei, wenn ich hier auf Laden gehe und das kostenlose Paket holen will, ist das bei euch auch, dass ihr hier drückt? Also ihr seht ja links unten, dass ich hier auf A drücke, ne? Aber ich kann es nicht abholen. Es geht einfach nicht. Egal, was hier mit Geld angezeigt wird, ich kann nichts machen. Könnt mir ja gerne mal schreiben, ob das bekannt ist schon, der Bug, oder ob das nur bei mir ist und bei euch geht es. Also das finde ich ein bisschen komisch. Weil ich würde ja gerne meine Premium-Tage mitnehmen. Und die Booster halt. Aber zurück zum Panzer. Absolut geiles Gerät, muss ich sagen, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Wenn die Franzosen als nächstes kommen würden im Cold War, hätte ich auch richtig Bock, wieder zu grinden. Ja. Das wäre es eigentlich von mir. Erster Eindruck. Nach zwei Runden fühlt sich rund an. Und ich denke mal, den werde ich öfter fahren jetzt im Cold War wieder. Als nächstes werde ich mir auch vornehmen, das Leo-Video zu machen, zu den drei Leos in der zweiten Ära hier, AV, VT2 und 1A1. Und dann werden wir sehen, wie weit wir dann im Pass sind oder wie spät es dann schon ist. Dann kommen ja noch die italienischen TTs irgendwann. Habe ich ja gesagt, dass ich noch eine andere Reihe jetzt mal anfangen will. Eine kleine Videoprojektreihe. Ansonsten haue ich die noch dazwischen. In diesem Sinne, Freunde, haut rein, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Reingehauen.